CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren heute in erster Lesung die Überarbeitung des BND-Gesetzes. Und zumindest nachrichtendienstlich, so sagen manche, wäre es der Beginn eines besseren Deutschlands. So hat es übrigens lieber Konstantin von Notz Edward Snowden getwittert, den ihr ja immer zitiert bei ganz, ganz vielen Themen. Aber er sagt, dieses Gesetz, ganz anders als ihr es gerade gesagt habt, dieses Gesetz wäre ein gutes Gesetz. Und ich glaube, es ist ein gutes Gesetz, wenn man es wirklich von vorne bis hinten einmal durchliest, was lieber Kollege Hahn Sie anscheinend gar nicht gemacht haben. Der Bundesnachrichtendienst wird nicht an die Kette gelegt. Der Bundesnachrichtendienst wird nicht an die Kette gelegt. Vielmehr werden eindeutige rechtliche Grundlagen für seine Tätigkeit im Ausland gesetzlich festgeschrieben. Es gibt schon in der jetzigen Form des Bundesnachrichtendienstgesetzes durch die Eröffnung des Aufgabenbereiches eine klare Regelung, die wir präzisieren. Und das ist, glaube ich, im Untersuchungsausschuss zu den Vorgängen um die NSA auch deutlich geworden, dass eine Präzisierung notwendig ist. Das Gesetz ist ein klares Bekenntnis für die gute Arbeit des Bundesnachrichtendienstes, macht aber auch einiges und eines ganz besonders deutlich. Der BND, wie alle Dienste und Behörden, haben sich in dem für sie gesetzlich, rechtlich vorgegebenen Rahmen zu bewegen und unserem Land zu dienen. Ein Eigenleben wird von der Kontrolle durch die Parlamente nicht toleriert. Ob schon alle Abteilungen und ob schon alle Ableitungen von dem, was wir im NSA-Untersuchungsausschuss in den letzten Monaten herausgefunden haben, in diesem Gesetz sich widerspiegelt, das müssen wir in den nächsten Monaten noch genau betrachten. Aber ich glaube, dass mit diesem Gesetz ein ganz wesentlicher Schritt zur Klarheit und auch für die, ich sag mal, Rechtssicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im BND selber geschaffen worden ist. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir diesen Gesetzesentwurf heute auf den Weg bringen. Auch exekutiv wird nach dem, was wir in den letzten Monaten im NSA-Untersuchungsausschuss diskutiert haben, sich einiges ändern müssen. Und ich glaube, gerade mit Blick auf die Abteilung TA ist das deutlich geworden. Ich glaube, dass Dr. Bruno Kahl dafür Gewähr bietet, den Bundesnachrichtendienst gut zu führen und die Dinge, die organisatorisch exekutiv anzupacken sind, auch anzupacken. Ich möchte aber auch an dieser Stelle Gerhard Schindler, dem ausgeschiedenen Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, für seine Arbeit danken. Nach meiner Meinung hat er den Bundesnachrichtendienst exzellent geführt. Er hat mit der Transparenzoffensive das eingeleitet, was ein Nachrichtendienst heute im 21. Jahrhundert braucht: Effizienz und Transparenz gegenüber dem obersten Dienstherrn, aber auch gegenüber der parlamentarischen Kontrolle. Und er hat Versäumnisse aus der Vergangenheit beim Bundesnachrichtendienst aufgearbeitet und sich auch immer vor den Dienst gestellt. Und ich glaube, dafür gebührt ihm auch sein Dank. Genau aus dem, was der NSA-Untersuchungsausschuss herausgefunden hat und auch deutlich gemacht hat, daraus ergibt sich jetzt das vorgelegte Gesetz. Und das, was diesem Gesetz innewohnt, das, was es leistet, das ist eine klare rechtliche Grundlage für das, was der Bundesnachrichtendienst bei der Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung macht. Das ist eine ganz entscheidende Schlussfolgerung aus unserer Arbeit. Und deswegen ist gut, dass wir mit diesem Gesetz jetzt die rechtliche Präzisierung dieser Tätigkeit des Bundesnachrichtendienstes vornehmen. Aber dass wir Nachrichtendienste brauchen, dass wir starke Nachrichtendienste brauchen, das muss ich doch vor einer Situation, wo Daesh regelmäßig bei uns im Parlament diskutiert wird, wo wir über den Links- und Rechtsextremismus in Deutschland diskutieren, das muss ich doch nicht extra erwähnen. Und glaube ich, kein vernünftiger Mensch, außer vielleicht Kollege Hahn, Kollege Ströble und Frau Jelpke ruft ja auch gerade dazwischen, kein vernünftiger Mensch glaubt doch, dass wir keine Nachrichtendienste brauchen. Deswegen verstehe ich auch nicht den Zwischenruf vom Kollegen Hahn eben, dass wir sie am liebsten abschaffen würden. In dieser Situation, in der internationalen Gefährdungssituation und auch mit dem, was wir über Rechts- und Linksextremismus wissen, da wollen Sie Nachrichtendienste abschaffen. Wir brauchen starke Nachrichtendienste und wir brauchen gute parlamentarische Kontrolle. Das in einer ausgewogenen Balance, und genau das schafft dieses Gesetz. Und lieber Kollege von Notz, mir scheint, dass Sie sich mit den Inhalten
gar nicht intensiv beschäftigt haben. In der ganzen Rede keine Auseinandersetzung mit den einzelnen Normen dieses Gesetzes. Sie haben 5 Minuten, lieber Kollege, und 5 Minuten, wir haben so ein bisschen gerätselt in unserer Fraktion, wie viele Sekunden wird es dauern, bis das Wort Skandal kommt, wie viele Sekunden wird es dauern, bis Superlative genannt werden. Es waren wenige Sekunden, bis die Superlative kamen, aber es waren leider keine Inhalte. Und wenn Sie sich die Inhalte angucken, lieber Kollege, dann stellen wir fest, dass in diesem Gesetz eine gute Regelung in den Paragraphen 6 fortfolgende zur Auslandsfernmeldeaufklärung getroffen worden ist. Wir stellen fest, dass eine gute Regelung in den Paragraphen 13 zur Kooperation mit ausländischen öffentlichen Stellen getroffen ist. Und wir stellen fest, dass etwas Neues, nämlich das unabhängige Gremium aus Richtern und Bundesanwälten, geregelt wird in diesem Gesetz, was etwas Positives ist, was die Kontrolle stärkt, neben der G10-Kommission ein unabhängiges Gremium. Und das ist etwas Gutes. Ich habe mich selber lange dafür ausgesprochen, dass wir das so machen. Und deswegen ist es etwas Gutes, wo man auch, wir waren ja in Washington zusammen, wo man auch mal hätte lernen können, was in Amerika an Reformen passiert ist, auch mal mitnehmen, was andere schon gemacht haben, und das noch verbessern. Und so haben wir es gemacht. Dieses unabhängige Gremium ist ein neuer, guter Ansatz, von dem ich mir eine Stärkung der Kontrolle erhoffe. Herr Kollege Sensburg, ich muss Sie mal unterbrechen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Konstantin von Notz? Sehr gerne, weil die Redezeit ist ja schon sehr knapp geworden. Aber die Fragen können auch knapp sein und die Antworten auch. Die ist total auch knapp. Herr Kollege Sensburg, vielleicht können Sie kurz erläutern, was an einem Gremium, dessen Mitglieder von der Bundesregierung benannt werden, unabhängig ist. Ganz herzlichen Dank. Herr Kollege von Notz, ich hole mal etwas aus, um Ihnen das deutlich zu machen. Wir haben in unserem Untersuchungsausschuss, den Sie ja immer kritisieren, dass die Bundesregierung nicht mit ihm zusammenarbeiten würde, inzwischen 2400 Aktenordner mit dezidiertem Material unserer Behörden erhalten, von der Bundesregierung. Wir haben 500 Aktenordner als eingestufte, vertrauliche Dokumente bis hin zu streng vertraulich. Wir haben inzwischen 102 Zeugen vernommen, gemeinsam in vielen, vielen Sitzungen. Und immer wieder kommen wir an Themen heran, wo wir miteinander ringen, exekutive und parlamentarische Kontrolle. Und dieses Ringen spielt sich ja fast in jeder Sitzung wieder und wohnt, glaube ich, der Gewaltenteilung, Herr Hahn, wo Sie ja eben anscheinend ein Problem mit hatten, weil Sie Exekutive und Legislative verwechselt haben, mehrmals, wohnt dieser Gewaltenteilung inne. Und wenn wir jetzt neben der G10-Kommission, neben einem parlamentarischen Kontrollgremium, neben der Möglichkeit, Untersuchungsausschüsse einzusetzen, ein weiteres Gremium haben, was intensiv sich mit den Aspekten beschäftigen kann. Herr Kollege von Notz, interessiert Sie noch? Wäre schön. Sich intensiv mit diesen Themen beschäftigen kann, kontrollieren kann und dann dem parlamentarischen Kontrollgremium. Ich probiere die Frage zu beantworten. Ist kaum möglich, weil der Kollege von Notz immer dazwischen ruft. Ja, vielleicht könnte der Kollege von Notz und alle mal daran denken, dass jetzt überwiegend der Herr Kollege Dr. Patrick Sensburg das Wort hat. Es ist jetzt auch noch ein kurzer Teil der Antwort. Es wäre schön, damit man irgendwann dieses Frage-Antwort-Spiel beenden könnte. Also, dieses unabhängige Gremium berichtet dem parlamentarischen Kontrollgremium, also uns, legt einen Bericht vor. Und es geht hier um die klare Verantwortung, die nicht bei der Nachrichtenkontrolle ausschließlich dem Parlament aufgebürdet werden kann, sondern bezüglich der Fach- und Dienstaufsicht hat sie die Bundesregierung. Und dieses Gremium legt dem parlamentarischen Kontrollgremium die Berichte vor, sodass wir die klare Verantwortung auch für Sachverhalte, wo wir ringen müssten, festmachen können. Und deswegen ist es ein Mehrgewinn. Und dass die Richter und die Mitglieder dann des unabhängigen Einsatz vielleicht noch, damit Einsatz des unabhängigen Gremiums auch arbeiten können, ist es im Wege der demokratischen Legitimierung notwendig, sie zu ernennen. Und deswegen kann es die Bundesregierung, die wir aufgrund von Wahlen aus dem Parlament entstehen lassen, also das Prinzip der demokratischen Legitimierung hier in Frage zu stellen, finde ich schon etwas unparlamentarisch. Und ich freue mich, wenn wir ein weiteres Gremium haben, was uns unterstützt, die Nachrichtendienste zu kontrollieren. Und das schaffen wir. Wir werden in der jetzt folgenden Diskussion und Debatte um den vorgelegten Gesetzesentwurf auch bestimmte Dinge strittig diskutieren müssen. Zum Beispiel,
ob wir Regelungen noch vereinfachen können. Ich erlebe in diesem Gesetz etwas, was ich aus Polizeigesetzen kenne, Ermächtigungsgrundlagen, Standardmaßnahmen und dann eine Vielzahl von Regelungen über den Datenschutz, die fast die Normen über die Ermächtigungsgrundlagen und die Standardmaßnahmen überwiegt. Ich würde mir wünschen, dass wir auf lange Sicht, das wird in diesem Gesetz sicherlich nicht mehr gelingen, eine gesetzliche Trennung von Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst erreichen. Auf lange Sicht, das wird in diesem Gesetz nicht gelingen, aber wir sollten darüber nachdenken. Und es muss uns gelingen, klarzumachen, dass die Verantwortung für die Dienst- und Fachaufsicht der Dienste in erster Linie bei der Bundesregierung, beim Bundesinnenminister und beim Bundeskanzleramt liegt, weil es wird uns nicht gelingen, hinter jedem Mitarbeiter der Nachrichtendienste einen Abgeordneten zu stellen. Deswegen ist es im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht gut aufgehoben, eine Kontrolle zu haben. Und wir kontrollieren die Bundesregierung, und das muss funktionieren. Ein letzter Satz an uns alle. Wenn wir diese Aufgabe wahrnehmen und gut wahrnehmen, dann muss es auch so sein, dass wir in der Verantwortung für das Ganze auch mit den Dokumenten und Unterlagen, die wir erhalten, sorgsam umgehen, dass es keine Durchstechereien gibt und dass wir dann Bundesregierung, aber auch Bundestag untereinander Respekt voreinander haben. Ich kann als Vorsitzender des NSA-Untersuchungsausschusses sagen, dass wir im Ausschuss mit unseren Dokumenten immer ordentlich, immer sorgsam umgehen. Ich hoffe, dass das in allen anderen Ausschüssen, davon gehe ich aus, genauso passiert. Und ich wünsche der Bundesregierung, dass sie mit ihren Akten genauso sorgsam umgeht, wie wir das auch machen. Dankeschön. Vielen Dank. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Burkhard Lisch.